Ja, hallo, liebe Schlachterei-Freunde. Schlachterei ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich bin der Tenchi und wir spielen Rampage Knights. Und ja, letztens haben wir ja herausgefunden, dass wir viele, viele Achievements eigentlich noch machen können. Quasi, was auch zum Beispiel Gold aufsammeln angeht. Einfach mal töten, ja, so dass wir mehr Kills machen, mehr Gold aufsammeln und so weiter. Und das führt dann alles dazu, dass wir immer stärker werden können und immer mehr freischalten. Wir müssten eigentlich nur einmal, ja, einmal den... ausweichen, sehr schön. Einmal den Boss besiegen, dann hätten wir quasi schon einen weiteren Charakter freigeschaltet, und zwar die Assassine. So, da haben wir Dirty Medizin, nehmen wir einfach mal mit, auch wenn wir uns gerade mal nicht brauchen. Ja, und wir versuchen mal jetzt so schön schnell hier durchzukommen. Bisschen Schaden machen, bisschen alles. Oh, hier ist schwer mit ausweichen. Aber wir müssen vielleicht nicht ausweichen. Haha, denn wir schmeißen sich einfach runter. So, das Skelett nochmal kaputt machen. Sehr schön. Ja. Hä, was war das denn hier? Hier ist noch was. Ach, ein Stone. Natürlich, die Stones könnte man natürlich mitnehmen. Hier gleich auch nochmal ein paar. Nice. Stones. Aha. Da geht's nirgendwo hin, also geht's nach da. So, irgendwas gibt's auch. Es gibt ja auch irgendwas mit Achievement mit diesem Pilz, ne? Da gab's ja auch irgendwas mit dem Pilz. So, weg mit dir. Dich hau ich auch mal nach oben und dann hau ich auch nochmal so drauf. Die Attacke müsste ich öfters machen, weil die viel mehr Schaden macht. Ich habe das heute mal im Trainingsground mal ein bisschen getestet. Es macht viel mehr Schaden. Ach, bewusstlos Stun und so ein Scheiß müsst ihr eigentlich auch öfters mal verwenden. So, die greifen gerne an. So, den da weiß jetzt nicht, wie ich ihn angreifen soll. Weil, guckt mal, den trifft man so nicht. So trifft man ihn auch nicht. Wie macht man denn so ein Vieh kaputt? Er ist am Matschen, okay. Aber muss halt echt aufpassen. Oh, süß. Und Angriff. Oh shit, ich dachte gerade, dass der runterfällt. Aber hat ist er nicht. Machen wir ihn so fertig. Wow. Der wollte mich hier... Wow. Wow. Ja, enger Raum. Alter, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Also ich will jetzt hier nicht sterben jetzt schon. Das wäre jetzt irgendwie blöd. Okay. Haben wir geschafft. Da ist noch eine Kiste, das ist schön. Ah, man braucht so lange beim Hacken. Was ist denn da los? Boah, hat er schon immer so lange gebraucht? Hey, der ist gerade runtergesprungen, lol. Hat er schon immer so lange gebraucht? Krass. Ja, ich habe jetzt eine Aufnahmepause natürlich gemacht. Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit... Oh, was ist das denn? Ich habe die ganze Zeit aufgenommen. So, was haben wir hier? Gives Blessing Giant Strength. Oh, geil, da werde ich größer und stärker. Oh, nice. Okay, wir trinken mal das hier. Und ich habe wieder Weak Bones. Oh, hier ist noch eine Potion. Trink mal auch noch. So, und was ist das jetzt hier? Teleport to the edge of the room. Könnte aber gefährlich werden, wenn man hier so eine Brücke hat. Wir testen es einfach mal hier. Okay, hier gibt's nichts. Hier gibt's keine Gegner. Kann man die nicht aufheben? Nein. Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben mit diesen ganzen Pilzen. So, dann machen wir nochmal eine Kiste auf. Na, war ein bisschen blöd. Na, ich bin immer so voreilig. So. Jetzt haben wir's. Ja, nur Geld. Ja, und ein Heiltrank. Dann testen wir's mal kurz. Oh. Es geht nur einmal. Das heißt, wenn ich hier bin und danach da gucke, dann tschung. Ah, ich verstehe. Naja, das könnte uns natürlich ein bisschen was bringen. Ja, jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit gelassen. 3 Minuten. Es ging aber schneller. Es ging schneller. Sagen wir es mal so. Man könnte es schneller machen. Ah, wieder ein bisschen Geld. Aber man muss ja ein bisschen was aufsammeln. Man ist ja voll im Sammelwahn. Ich zumindest bin immer im Sammelwahn. So. Ui, ui. Ich hätte mich teleportieren können, ich Idiot. Hier zum Beispiel könnte es gefährlich werden. Nur, Alter. Hohoho. Nein. Boah. So. Hick, hücke, hallo. Sehr schön. Easy.
Und jetzt machen wir so. Boah, Schwein gehabt, der wollte gerade sein Ding da schießen. Und wir wissen alle, wir wollen nicht, dass die irgendwie ihre Dinger schießen. Das ist nicht gut. Nicht gut für uns. So. Okay, dann schauen wir mal, was hier drin ist. Klick. Easy. Oh. Iron Boots, destroy spikes, stomps hard and kick chest. Was, they destroy spikes? Da kann man spikes? Oh, geil. Oh. Ja, Lederboots brauche ich eh nicht. So, was haben wir hier noch? Wollsocken. Nee, machen wir das mit den Lederboots. Dann und Critical Hit. Ja, ist nicht mehr so. Ja, ich mag es aber, wenn es schneller ist. Warte mal. Removes Poison and Disease. Das ist natürlich nice. Das werde ich gleich mal fressen. So. Dann sind wir unsere schwachen Knochen los. Und das Ding macht sogar noch mehr. Stun on Critical ist natürlich geil, aber ich glaube, ich gehe diesmal richtig so auf Fat Damage. Zumindest hoffe ich das, dass ich da hinkomme. Mit Fat Damage. Kommt her, meine Freunde. Ich bin heute auf voll Fat Damage. So, dich wirbel ich nach oben. Ich versuch's zumindest. Yes, und zerhacken. Das macht ordentlich Damage, diese Combo. Die sollte ich mir echt mal angewöhnen. Und ich werde mir noch das hier holen. So. Wobei das, glaube ich, erstmal besser ist, wenn man das hier ausrüstet. Hallo. Jetzt nach oben wirbeln und zermatscht. Oh nein. Na toll, nur das Aufkommen war irgendwie kacke. Also selbst den kann man so machen. Hehe. Okay. Ist halt ein langer Raum. Ist halt ein langer Raum. Da fliegt man halt sonst wohin. So. Wir haben immer gute Sachen drin. Ne? Ja, oder auch nicht. Schauen wir mal, was wir hier finden werden. Eine Kiste und die ist nicht bewacht. Geil. Okay, was haben wir hier? Hä? Die konnte ich einfach auftreten. What the fuck? Ach, kann ich da jetzt Kisten aufmachen mit den Boots? Aha. Nee, Murky Water brauche ich nicht. Okay, interessant. So, mal ein paar Steinchen aufheben. Jetzt glaube ich auch noch einer. So, jetzt haben wir einen Haufen Steine. Okay. Nice, Leute, nice. Ah. Ich wollte mal gucken, ob es funktioniert. Oh, nein, alter Falter. Alter, das ist... Nee, die Attacke ist nicht gut. Die Attacke ist besser. Weil, sorry, wenn ich das Spiel spiele, bin ich ein bisschen ruhiger, weil ich doch ein bisschen konzentriert bin. Ich finde es interessant. So, ein Haufen Steine, die haben wir alle mit. Die werfen wir jetzt mal gleich auf die nächsten Gegner, die wir sehen können. Ich muss noch ein bisschen aufpassen, weil mein Leben sieht gerade nicht so gut aus. Ach. Alter! Ernsthaft hier? Das gibt's ja gar nicht. So, jetzt aber. So, du willst jetzt mit mir anlegen. Ja, du willst dich mit mir anlegen. Komm her, du. Hier, friss den Stein. So. Und zermatscht habe ich ihn. 45 Leben, das reicht für uns locker. Wir sind super gute Spieler. Das reicht locker für uns. Aber wir haben keine großen, fetten Viecher mehr gekriegt oder sowas. Oh, das ist, glaube ich, ganz gut jetzt mal, das zu haben. Oh ja. Sehr gut. Oh, hier ist die Taverne. Oh, da können wir was kaufen in der Taverne. Geil. So, mal gucken, ob ich genug Geld habe. Ja, Geld hätte ich eigentlich genug. Entschuldigung. Jumping Potion, ja. Wobei, ja, diesen Double Jump, der ist schon nicht schlecht, Leute. Der ist schon nicht schlecht, einen Double Jump zu haben. Vor allem gerade im späteren Bereich. Hä, kann ich das hier nehmen? Was ist denn, wenn ich das jetzt hier saufe? Das müsste ich einfach mal testen. So, jetzt habe ich diese Krankheit. 4 Runden. Ich könnte jetzt aber das Ding hier kaufen. Und dann ist die weg. Nein, da habe ich keinen Double Jump mehr. Ugh, das wollte ich nämlich testen. Ach, Kacke. Ach, behalt doch deinen Scheiß. Behalt doch deinen Scheiß. Das würde ich testen, ob das funktioniert. 4 Runden hätte ich locker geschafft, Leute. 4 Runden wäre kein Ding gewesen. Alter, shit. Oh mein Gott, das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte Steine werfen. Haha.
Ja, so stark fühle ich mich jetzt aber nicht. Ah, das war jetzt echt ein Fehl. Naja. Ich dachte, ich habe Steine angewählt und habe jetzt diesen Trank gesoffen. Diesen super duper mega mega Jump. Na schade, den Double Jump hätte ich gern gehabt. Wie lange bin ich jetzt noch? Oder ist jetzt alles wieder auf Null gesetzt? Nein, ich bin immer noch riesig. Geil. Oh yeah, das wär der zweite Raum gewesen. Ja, die sind auch gut. Komm, wir nehmen lieber die Decker mit. Steine sind einfach, ja, die findet man überall. Die sind langweilig. Hier, die kann ich kaputt machen. Das ist ja geil. Ach Mann, das gibt's doch gar nicht. Alter. Gleich bin ich down. Gleich bin ich ja wieder tot. Das gibt's eigentlich nicht. Geil. So, hier ist noch Käse, ist ein bisschen Leben, perfekt. Ich sterbe nicht, Leute, ich sterbe heute nicht. Heute ist kein guter Tag zum Sterben. Deswegen sterbe ich auch nicht. Ich werde mich ja durchkämpfen, ich werde Leben sammeln. So, hier liegt überall Käse rum. Außerdem haben wir ja noch eine Mission zu erfüllen. Wir wollen ja irgendwann mal auf hart hier durchspielen, ohne einmal zu sterben. Das muss ich doch mal hinkriegen hier. Da muss ich doch hier auf normal das locker durchkriegen, ey. Easy, Leute. Easy muss das sein. So. Gucken wir mal hier nochmal rein. Gibt es hier noch was Verstecktes? Nein. Okay. Wir sind immer noch riesig. Ja, der letzte Raum. Jetzt sind wir wieder klein. Okay. Puh, hier wird es ein bisschen schwierig. Jetzt mit dem Teleportieren kann man jetzt auch schlecht verwenden. So. Aber gut, dass die jetzt alle weg sind. So, dann kommt mal her hier. Was ist denn mit denen los? Ach nein, jetzt hier könnte ich jetzt die Boots gebrauchen, Leute. Hier hätte ich jetzt die Boots gebrauchen können. Diese Sockenboots. Weil hier, das geht bestimmt kaputt, wenn ich darüber laufe. Also machen wir erstmal hier genüsslich auf. Oh, die Doppelgeld kriegt man hier. Doppelgeld, was ist das denn? Eine mysteriöse. Oh. Aber machen wir gleich. Ich muss mal kurz hier noch so ein Buch gefunden. Magic Spell plus 5. Geil. Jetzt bräuchte ich bloß noch ein Magic Spell. Ich habe zwar einen, aber der ist kacke. Und was ist das? Oh, die ist noch geiler. Oh yeah. Tiefmask. Ja, da kriegt man mehr Gold. So, und jetzt passt auf. Jetzt nehme ich das Ding hier. Einfach mal nehmen. 10 AP bekommen. Wow, das war jetzt der Random Effekt. Geil. Ah, ich habe die wieder immer wieder auffüllbare Dings bekommen, gell? Huah! So. Ach, das geht wieder ganz, okay. Cool. Nice. Okay, wäre ein bisschen fies gewesen, wenn das nämlich jetzt, wenn man wieder zurückrennt, wenn man Angst hat, wäre man nicht weitergekommen, wäre ein bisschen blöd gewesen. Ich muss mal das Mikrofon. Wollen wir mal kurz Pause machen? Kann man das Binko ein bisschen mehr vor meiner Fresse hier. So. Sehr schön. Da kommt irgendwas Großes von oben runtergejumpt. So, die hau ich da runter. Ich versuch's zumindest. Naja. Es war ein Versuch wert. Aber ich mache ordentlich Damage, wie man sieht. Nein! Oh Mann. Ach, schon wieder so ein Vieh, was auf dem Boden jetzt. Und zermatscht. Hehehe. So, ich trinke mal kurz den Trank. Weil wir haben ja pro Level 10 AP. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Soll ich jetzt hier rüberspringen oder wie? Boah, schaffe ich das überhaupt? Nein, ich bin doch gesprungen. Ich bin doch gesprungen. Ey, Leute. Ah, ich hab doch meine Magie, ich Idiot. Ich hätte mich doch rüber magieren können. Aber ich muss die ja töten. Ich muss dann auch eh nochmal hoch. Scheiße, ich muss da rüber. Ja gut, einer hat sich schon selbst versaut. Ich muss da hin. Kacke. Okay. Einfach schnell alle zermatschen. Alter, was für ein knapper Sprung. Jetzt habe ich mein Leben verloren. Nur wegen des... Hä? Nein, da fehlen noch welche. Oh, ich krieg die Krise. Okay, ich habe eine geile Idee. Wow. Oh, da ist noch einer. Das gibt's ja gar nicht.
Hä? Wo kommt der denn her? Wo kommt denn der Große her auf einmal? Hä? Nein! Oh Gott, ey. Du blödes Vieh. Den werde ich einfach runterwerfen. Passt auf, dann mache ich so. Jetzt. Und dann ist er weg. Tschüss. Sehr schön. Und jetzt teleportiere ich mich einfach wieder rüber. Ganz chillig. So. Oh, oh. Okay. Das ist die beste Attacke, die du machen kannst gegen die Dicken. Oh nein! Vielleicht aber auch nicht. So, passt auf. Wow! Jetzt gleich den Kleinen tot kriegen. So, der Kleine ist weg. Noch den Dicken hier umhauen. Sehr schön. Easy. Machen wir die Kiste auf. Bam. Ist die geilste Investition mit dem Schuh. So. Ich hätte mir, glaube ich, den noch aufheben können. Nee, glaube ich nicht. Warte mal. Hier sind zwei Dinge aufgegangen. Zwei Türen sind aufgegangen. Ich gehe mal in die. Na doch, hier ist was zum Kaufen. Nice. Ja, ich habe, glaube ich, nicht so viel Geld. Wobei wir immer Doppelgeld jetzt bekommen haben. Was sehr gut ist, weil wir müssen 1000 Geld noch sammeln. Oh, was haben wir denn hier? Ich habe 120, habe ich bloß. Alters. Ich kann mir die Schuhe zum Beispiel nicht kaufen. Immunität gegen Feuer wäre natürlich später echt nicht schlecht. Scottish Warpaint. Turns you into a Berserker. Damage is doubled. Health is halved. Weniger Leben, dafür doppelt so viel Damage. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sowas haben will. Die Axt ist kacke. Nur das hier wäre vielleicht interessant, wobei diese Schuhe, die ich jetzt habe, gegen Stacheln sind. Das ist auch sehr gut. Naja. Ich glaube, da fehlt mir jetzt noch die Erfahrung, um zu entscheiden, ob das vielleicht nicht, ob das jetzt gut wäre oder nicht. Weil ich jetzt noch nicht genau weiß, ob es in späteren Level-Fight fast nur noch Feuer gibt oder so. Man ist generell immun gegen Feuer, ne? Generell. Gibt es auch Gegner, die auch irgendwann Feuer schießen? Ich weiß es nicht. So, Leute. Ich sehe aber gerade auf der Uhr, dass wir schon wieder am Ende der Folge sind. Und ja, wir sind recht weit gekommen bis jetzt. Ja, dann würde ich aber trotzdem sagen, ich war der Tenchi hier von Subs Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.